Daichi und Hase sind hervorragende Sakasenchu. Der Brasilianer mit dem 1:0. Ein toller Abschluss, die SGE spielerisch mit vielen guten Momenten. Die Japan-Tour, sie neigt sich langsam dem Ende zu. Tag 5 und damit unser letztes Tagesupdate hier aus dem Land der aufgehenden Sonne. Der Samstag erstand ganz im Zeichen des zweiten Testspiels gegen den Tabellen 15. der J-League gegen Gamba Osaka. Und ob das Spiel besser gelaufen ist als das erste gegen die Urawa Reds, das seht ihr in den Highlights. Zum Abschluss der Japan-Reise gastieren die Adlerträger um Makoto Hasebe beim einstigen Jugendclub von Daichi Kamada Gamba Osaka. Der Tabellen 15. der abgelaufenen Saison, der J-League zugleich Gründungsmitglied der Liga, bewies sich als harter Brocken für die SGE. Die erste Top-Möglichkeit hatten auch gleich die Gastgeber in der 18. Minute, aber Diandra Mai machte dem 1:0 einen Strich durch die Rechnung, parierte diesen Kopfball von Suzuki sehr ordentlich. Seine Vorderleute hatten ihrerseits die erste Topmöglichkeit etwas später. Alario bedient Tuta und der Brasilianer mit dem 1:0. Ein toller Abschluss, die SGE spielerisch mit vielen guten Momenten. Was fehlte, war die zwingende Möglichkeit, doch die vollendete dann Tuta noch in der ersten Hälfte. Alidou versuchte den zweiten Treffer hinterherzuschrauben, scheiterte aber kurz vor dem Seitenwechsel am Aluminium. Gute Möglichkeit nach einem tollen Sprint durch Farid Alidou. In Hälfte 2 tauschte Oliver Glasner auf mehreren Positionen. Einige Spieler kamen zum Seitenwechsel, andere erst nach gut einer Stunde. Und einer, der neu mit dabei war, war er hier, Timothy Chandler. Er hatte auch gleich die beste Möglichkeit für die Adlerträger hier auf 2:0 zu erhöhen. Und dass er hier nicht traf, sollte sich rächen, denn in der Schlussphase bekam Osaka einen Strafstoß zugesprochen. Hiroto Yamami vollendet zum 1:1. Und das war auch noch nicht der Schlusspunkt. Der folgte wenige Minuten später in Person von Yuki Yamamoto. Ein sehenswerter Abschluss, der zugleich die zweite Testspielniederlage zur Bedeutung hat für die Frankfurter Eintracht auf dieser Japan-Reise. Und diese ereignisreiche Woche endet am morgigen Sonntag dann mit der Rückkehr nach Frankfurt. Erste Halbzeit sind wir gut reingekommen, 1:0 dann noch geführt. Dann gab es einen großen Wechsel, dann hatten die zwei, drei Chancen hintereinander. Leider dann zum 2:1, aber Fazit ist, wir haben besseres Spiel gemacht als das erste Spiel. Ergebnisunabhängig kamen die Fans nach dem Spiel noch auf ihre Kosten, nämlich bei einem schönen Gruppenfoto gemeinsam mit dem Team. Und dabei hat Alina Friedrich den ein oder anderen SGE-Supporter noch nach den Erfahrungen hier in Japan gefragt. Super schön. Also war einfach mega geil, diese Reise mitgemacht zu haben, dass es überhaupt geklappt hat. Da gab es ja vorher schon ein bisschen Probleme. Klappt die Einreise, brauchen wir Visum. Also sehr aufregend. Und dann kamen ja doch die Infos. Klappt, wir können einreisen. Haben uns eine schöne Tour zusammengestellt, waren auch in Yokohama, das ist ja die Partnerstadt von Frankfurt. Haben jetzt Osaka gesehen, fahren morgen nochmal nach Kyoto und dann geht es weiter am Mittwoch wieder Tokio und dann nach Hause. Die Leute alle sehr rücksichtsvoll. Man wird nirgends angerempelt. Alle bleiben an der roten Ampel sofort stehen, auch mitten in der Nacht. Sehr bunt, sehr laut, die ganzen Innenstädte, überall Werbung, überall Gedudel. Total verrückt einfach. Klar, auf jeden Fall ein besonderer Moment. Also für mich einfach, dass es ermöglicht wurde, mega genial. Dass wir jetzt das nochmal erleben durften. Dass wir in dieser kleinen Gruppe auch, wir waren jetzt nicht viele, die aus Frankfurt mitgefahren sind, dass wir das jetzt erleben durften, klasse. Die Eintracht wird von euch nicht nur in Frankfurt oder Europa supportet, sondern auch hier in Japan auf der ganz anderen Seite der Weltkugel. Richtig, richtig cool mal wieder von euch. Auch am letzten Tag haben wir einen Spieler vor eine Challenge gestellt, in diesem Fall unseren Kapitän Sebastian Rode. Wie der mit der japanischen Sprache umgeht, das verraten wir euch jetzt. Tag 5 in Japan. Die nächste Japan-Challenge. Ich muss heute in meiner Rede 3 japanische Wörter einbauen. Einmal Konnichiwa, das soll ich hinbekommen. Sakasenchu, der Fußballspieler. Und Daisuke, Daisuke Japan. Ah!
Ja, ein bisschen was von Tokio. Wir waren bei Kyoto. Und jetzt hier in Kyoto waren wir im. Wie heißt der Tempel? Kiyomizu Tempel. Ja. Ja. Wir waren gut japanisch essen mit Makoto, Hasebe. Oh. Und, ja. Ja, Minja noch. Was hat dein Eindruck von Hasebe und auch von Kamada? Ja, Daichi und Hase sind hervorragende Sakasenshu und voll menschlich super, sehr zuvorkommend. Wie die ganze japanische Kultur und wie gesagt, hervorragende Fußballspieler. Hase in dem Alter noch so fit zu sein, ist wirklich fantastisch. Thank you very much for coming. Ja. Pleasure. Hi. Thank you very much. Okay. Okay. Japan Daisuki. Ja! Yeah. Viel Spaß beim Spiel. Ne, die haben mich so verwirrt mit der Begrüßung, dass ich es dann vergessen habe. Oder bis ich dann nicht vergessen, aber es einfach nicht mal reingepasst hat. Aber die armen beiden habe ich gut rübergebracht. Kam gut, sehr, sehr gut an bei den Fans, gerade am Schluss. Das letzte mit Japan, Daisuki. Ich mag Japan. Das kam wirklich sehr gut an. Fast geschafft, 2 von 3 Begriffen, trotzdem gut gemacht, Capitano. Das war's hier von der Japan-Tour mit dem letzten Tagesupdate. Für die Jungs gibt's am Samstagabend noch ein Abendessen und dann morgen früh geht's erst von Osaka nach Tokio und von Tokio dann zurück nach Frankfurt. Ich hoffe, wir konnten euch auf dieser Reise hier gut mitnehmen, informieren und auch ein bisschen entertainen. Uns hat Spaß gemacht. Wir wünschen euch auf alle Fälle noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in Frankfurt. Ciao, ciao.